Wir sind ein gutes Stück vorangekommen auf unserer Suche. Was zu Beginn kompliziert erschien, wird zunehmend verständlich. Vor allem wurden die Zusammenhänge zwischen einem geplanten Immobilienkonzept und dem erfolgreichen Gebäudebetrieb deutlich. Fehlt noch das Immobilienmanagement, worüber wir mehr von Tim Fischer erfahren möchten, mit dem wir uns verabredet haben. Wenn man einfach nachhaltig und wettbewerbsfähig ein Haus betreiben möchte, dann ist es ein Muss, dass man sich bereits ganz frühzeitig mit dem Betrieb des Hauses befasst. Bei uns oder bei Entwicklern, die halt auch Bestand übernehmen, heißt das zum Beispiel, dass man sehr frühzeitig mit dem Facility Management Unternehmen sich über Betreiberkonzepte Gedanken macht, welche wiederum verschiedenste Nutzungsphasen des Hauses abdecken. Der Hinweis auf Bestandsimmobilien ist wesentlich, denn ihre Modernisierung wird in den kommenden Jahren für die Branche bestimmend sein. Schließlich sind unsere Städte gebaut und viele Gebäude Jahrzehnte alt, darunter Architekturklassiker wie das Emporio, das wir in Teil 2 besucht haben. Darüber hinaus gibt es weitere denkmalgeschützte Ikonen, die auf eine neue Chance warten. Da fällt mir konkret das Dreischeibenhaus aus unserem Bestand oder aktuellen Entwicklungsbestand ein. In dem Objekt, 30.000 Quadratmeter mitten in Düsseldorf, in dem Projekt haben frühzeitig Facility Management und Property Management Teams sich darüber Gedanken gemacht, wie eben diese sehr komplexe Revitalisierung eines ursprünglich von einem Mieter genutzten Hauses vonstatten gehen kann. Wie schon beim Emporio, so liegt auch beim Dreischeibenhaus der Erfolg darin, unterschiedliche Nutzungsszenarien vom Büro bis zum Restaurant vorwegzunehmen, um flexibel auf die Wünsche der späteren Nutzer reagieren zu können. Was bringt die moderne Gebäudeausstattung nun für das operative Geschäft? Die Transparenz, die mittlerweile Häuser in den Verbräuchen, in den Kosten bieten und die Systeme bieten, führt eben dazu, dass das Facility Management ganz klug steuern muss und dass da eben der Wert oder das Potenzial drin liegt. Der Experte hat bereits genaue Vorstellungen vom Immobilienmanagement im digitalen Zeitalter. Die konsolidierte Lösung, IT-Lösung, die, wie ich mir das vorstelle, an einem iPad ermöglicht, dem Eigentümer auf Knopfdruck oder dem Manager auch zu zeigen, wie viel Restlaufzeit ich habe, wie viele Mietverträge nächsten Monat auslaufen und wie viel Miete gerade die Mieter mir noch schulden. Die ist mir noch nicht bekannt, aber ich weiß, die Firmen arbeiten daran. Wie es scheint, durchläuft die Branche tiefgreifende Veränderungen. Dabei geht es um mehr als Daten, Zahlen und Fakten. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen oder zurückzugewinnen. Und es geht um die Professionalisierung von Prozessen. Ein Global Player, der sich frühzeitig auf den Pfad der Zukunft begeben hat, ist Union Investment, weshalb wir noch einmal Volker Noack besuchen. Wo liegt für ihn die Herausforderung? Zuerst einmal müssen Sie, glaube ich, für das Thema Nachhaltigkeit auch im Unternehmen werben und auch die Mitarbeiter dafür begeistern, dass die Nachhaltigkeit für alle, aber auch eben für die Mieter und auch letztlich für unsere Anleger, also unsere Kunden, etwas ist, was sich auszahlt. Wie sieht dieser Mehrwert konkret aus? Ist die Verfügbarkeit von Daten der Schlüssel zum Erfolg? Bis jetzt ist es so, dass alle Erhebungen, die im Rahmen der Nachhaltigkeit stattfinden, sozusagen ein Add-on zu den bisherigen Systemen waren. Also wir haben natürlich immer Immobiliendaten erhoben, Verbräuche erhoben, aber das eben im Sinne einer vernünftigen Abrechnung. Alles, was wir in den sogenannten PSM-Elementen integriert haben, sind sozusagen alle Dinge, die wir brauchen, um nachhaltiges Immobilienmanagement überhaupt möglich zu machen. Und das ist sozusagen im Moment noch ein Zusatzsystem, was aber in der Funktion eigentlich ein integraler Bestandteil schon auch unserer Bemühung ist, Immobilien auch nachhaltig zu bewirtschaften. Die Prozessmodernisierung findet also bereits statt. Nur eins fehlt noch. In unseren Gesprächen spielte der Nutzer immer eine große Rolle. Deshalb zuletzt die Frage, wie bindet man ihn in das Immobilienmanagement ein? Wir haben mit unseren Mietern regelmäßige Mietergespräche, in denen wir natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit platzieren können. Und eben auch dort auf gegebenenfalls abweichende Verbräuche oder andere Auffälligkeiten in diesen Mietbereichen hinweisen können. Das wird von den Mietern inzwischen auch sehr positiv aufgenommen und führt meines Erachtens auch zu einer erhöhten Identifikation mit dem Gebäude. Das ist am Ende unserer Suche eine sympathische Idee. Die Immobilie repräsentiert eine zukunftsorientierte Haltung und steht für eine moderne Unternehmenskultur.
Daraus sollte sich mit dem nötigen Team-Spirit etwas machen lassen. Auf die Umsetzung sind wir gespannt und schauen sicherlich wieder bei allen Experten vorbei.